Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag The Boeing 737 MAX Accident von Bernd Sieker. Wir sind Goonies Bro, Flo und JP und wir sind froh um Feedback auf Twitter mit dem Hashtag C3T. Bernd Sieker hat sich mit der Analyse von Flugzeugabstürzen schon sehr lange beschäftigt. Obwohl diese Modelle gebaut worden schon vor langer Zeit, alle diese Modelle können seit 1967 geflogen werden, gab es mehrere Abstürze und Bernd wird uns heute was davon erzählen. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich sehe, es sind heute nicht ganz so viele wie beim Edward Snowden Talk. Das macht jetzt auch nichts. Also Flugsicherheit war mir immer Sicherheit. Ich habe eine Menge Arbeit damit gemacht und ich teile gerne meine Leidenschaft mit euch. Vielen Dank. Also hier werde ich drüber sprechen. Es geht erst einmal um die Boeing 737 MAX, auch die 737. Es geht um die Unfälle, die wir hatten, was wir da wussten, was schiefgelaufen ist und was wir dann auch herausgefunden haben später. Ich werde zeigen die kausale Analyse, die wir durchgeführt haben und auch den Überblick über diese Analyse. Über dieses berühmte MCAS-System, die Manöverung, die über die Zertifizierung der Aircraft in den Vereinigten Staaten und in Europa ist es ziemlich ähnlich. Ich werde aber trotzdem nicht auf europäische Differenzen eingehen, sondern vor allem über die FAA sprechen. Ein paar andere Dinge werde ich noch erwähnen und schließlich einen Ausblick darauf, wie es mit der B737 MAX weitergeht. Wir wissen es nicht genau, wir werden sehen. Und wenn noch Zeit ist, dann kommt noch ein bisschen Bonusmaterial. Also die B737 MAX ist sozusagen unser Star heute, ist die vierte Iteration des weltbestverkauften Flugzeuges. Ich habe gerade neulich mal nachgeschaut, es gibt fast 15.000 Bestellungen für die 737, die Original, das Classic, die Next Generation und jetzt das MAX. Ist auch der am schnellsten verkaufte Flugzeug der Welt. Innerhalb von Monaten gab es Tausende von Bestellungen. Und alle Airlines in der Welt warten darauf, dass sie dieses Flugzeug wieder fliegen dürfen. Der erste Unfall war letztes Jahr. Ein indonesischer Carrier, eine indonesische Fluglinie. Der fast drittgrößte Kunde von Boeing für die NG MAX. Und der Unfall war sehr kurz nach in Betriebstellung dieses Flugzeuges. Wir hatten einige merkwürdige Sachen gehört auf Command, auf Forums. Es scheint, dass es irgendwie unbeabsichtigte Trims gab. Die Nase wird nach unten gedrückt, der Pilot kann das auch dem entgegenwirken, aber scheinbar ging der Stickshaker an während des Fluges und sie hatten Probleme, das Flugzeug zu kontrollieren. Und dann tauchte das erste Mal diese Abkürzung MCAS auf. Sogar 737 MAX-Piloten sagten, dass sie nie davon gehört hatten, von diesen MCAS. Später haben wir herausgefunden, dass in mancher Dokumentation es ab und zu erwähnt wurde, aber nicht wirklich warum. Und Boeing wusste das und auch die Zertifizierungsbehörden wussten das. Also sie wussten ein bisschen was davon, aber nicht die ganze Geschichte. Vor allem Menschen im Westen
dachten, das sind halt irgendwie ja, Drittweltpiloten, schlecht ausgebildet. Und naja, gut, okay, Lion Air ist auch wirklich relativ hat eine schlechte Geschichte an der Stelle. Es gab eine ganze Reihe von Abstürzen mit Lion Air. Also am Anfang dachten wir, na gut, das liegt einfach, das war halt einmal ist was schief gegangen, schlechte Piloten, was weiß man. Andererseits haben sich einige Leute doch irgendwie Sorgen gemacht, denn als dann die Flugrekorder-Aufzeichnungen öffentlich wurden, da kamen einige Dinge raus. Einige Monate später ist das zweite Flugzeug des gleichen Types, die gleiche Variante, wie die 737 MAX 8, ist abgestürzt, stürzte ab. Und auf dem linken Bild sieht man, es gab echt einen großen Krater. Dieses Flugzeug hat sich sehr schnell in die Erde gebohrt, also zwischen 700 und 800 Kilometern pro Stunde. Und da ist nicht viel übrig geblieben. Die größten Teile waren sehr klein. Und auch die Triebwerksgondeln, die sind etwas größer, die blieben übrig. Und auch hier hatte man dann Flugschreiberaufzeichnungen, die Flugschreiber oder zumindest der Speicher darin hatte das überlebt und haben dann einige Sachen rausgefunden. Darüber sprechen wir in einem Moment, aber erst möchte ich kurz über die ganze Familie der 737 sprechen. Es gibt vier Modelle. Das Originale mit schmalen Motoren unter den Flügeln. Da war nicht viel Platz zwischen den Triebwerken und dem Boden, aber es sah eigentlich ganz normal aus. Es war eine der ersten Kurzstrecken-Airliner mit Triebwerken unter den Flügeln. Dann gab es neue Turbofan-Motoren, die auf den Markt kamen und viel effizienter waren, 15-20% effizienter. Das war eine große Veränderung. Und die 737 wurde dann zur Classic umgebaut. Große Triebwerke, immer noch mit analogen Instrumenten. Es war immer noch ungefähr das originale Flugzeug mit ein bisschen angepassten Triebwerken. Die Verschallung sah ein bisschen anders aus, aber größtenteils war es ähnlich und funktionierte für eine Weile. Dann verlangten Airlines neuere Cockpit-Ausstattungen, also wurde die nächste Generation aufgebaut. Die hatte neue Flügel, hatte Winglets an den Außenseiten der Flügel. Das war wieder ein bisschen effizienter. Ungefähr dieselben Triebwerke, aber diesmal waren die mit FADEC Computer kontrolliert, aber immer noch ungefähr in der gleichen Form. Boeing sagte, das wird wahrscheinlich ungefähr das letzte sein und in ein paar Jahren entwickeln wir ein komplett neues Kurz- und Mittelstreckenflugzeug. Das wird komplett neu sein, extrem effizient sein, sehr billig zu operieren sein und alle Airlines hatten Freude. In der Zwischenzeit ist Airbus zu einem großen Player hingewachsen mit dem A320, Neo, der übers Ganze moderner war, der immer digital kontrollierte Triebwerke hatte und der von Anfang an größeren Abstand zwischen den Flügeln und dem Boden hatte. Und Airbus hat angekündigt, dass der A320 aktualisiert wurde. Über eine lange Zeit hatte man beim A320 die Auswahl zwischen zwei Motorentypen und neu wurde nun angekündigt, super effiziente Triebwerke einzubauen, die eine neue Optimierung des Triebstoffverbrauchs brachten mit 15% weniger Triebstoff pro Meile ungefähr. Also nochmal eine riesige Verbesserung. Viele Airbus-Kunden haben diesen A320 Neo sofort bestellt und einige Boeing-Kunden haben sich überlegt, das wird so viel weniger Triebstoff verbrauchen, vielleicht müssen wir uns überlegen, zu Airbus zu wechseln. Auch wenn es ein Riesenaufwand ist, wenn wir eine Flotte von nur Boeing-Flugzeugen haben, dann zu Airbus zu wechseln, ist sehr aufwendig. Das macht also keiner, außer wenn er wirklich gezwungen wird. Aber der Unterschied im Treibstoffverbrauch war so groß, dass Leute wirklich diese Überlegung hatten.
Also musste Boeing sehr, sehr schnell eine Lösung haben. Am besten innerhalb 2 Jahren, glaube ich. Also für die Entwicklung eines Airliners ist das extrem schnell. Sie haben dann beschlossen, alle Pläne, die sie für diesen neuen kurzen Streckenmittelflieger hatten, zu streichen und die MAX, die 737 MAX zu bauen. Die Triebwerke wurden nochmal größer. Das Problem war, es gab keinen Platz mehr zwischen Boden und Triebwerk. Also mussten sie das Fahrwerk anpassen, um ein bisschen mehr Platz zu schaffen, um die Triebwerke trotzdem noch platzieren zu können. Das waren dann dieselben Triebwerke, die man für den neuen Airbus erhalten konnte. Also haben sie beschlossen, diese vierte Generation 737 zu machen und sie MAX zu taufen. Wenn wir Unfälle analysieren, dann machen wir kausale Analysen des Unfalls. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, ob etwas ein nötiger Faktor war, um den Unfall auszulösen. Also A ist ein Faktor von B. Wenn A nicht passiert wäre, dann wäre B auch nicht passiert. Das heißt, für alles, das wir zeigen, müssen wir aufzeigen, dass ein Kausalzusammenhang besteht und dass A wirklich notwendig war, um B zu verursachen. Was ihr hier wahrscheinlich nicht lesen könnt, ist nicht so wichtig, ist eine vereinfachte Grafik der relevanten Details. Das ist die Analyse, die ich dieser Unfälle gemacht habe. Ihr seht, es ist kein einfacher Baum. Als Informatiker kennt ihr euch mit Bäumen aus. Das ist eigentlich einfach ein gerichteter Graph und hat verschiedene Äste und so weiter. Einige Dinge sind Kausalzusammenhänge und andere Dinge nicht. Einige der Faktoren haben Einfluss auf mehreren Levels, zum Beispiel die Geschwindigkeit, die beeinträchtigt die Kraft, um das Flugzeug zu kontrollieren, und auch die Zeit, die die Crew hatte, um das Flugzeug zu stoppen, bevor es am Boden aufprallte. So, hier sind einige der Details der kausale Analyse, über die ich später reden werde. Hier ist eins davon, der selbsttätige Nose-Down-Trim. Was hier tatsächlich passiert ist, ihr könnt es in den Flugschreibern sehen. Ich weiß nicht, könnt ihr meine Maus sehen? Hier die blaue Linie ist die manuelle Trimmung und die orangene Linie ist die automatisierte Trimmung. Und wenn Sie einen Ausschlag nach unten haben, bedeutet das, dass das Flugzeug nach unten getrimmt wurde. Also, das heißt, wenn man dagegen steuern möchte, muss man mit dem Höhenruder mehr zu sich steuern. Hier vorne seht ihr einige davon, die sind erwartet worden. Die werden erwartet, damit das Flugzeug stabil fliegt. Und hier sehen wir jetzt, dass einige automatisierten Trimmungen nach unten gemacht werden von fast 30 Sekunden und da sind Pausen dazwischen. Und direkt dazwischen hat immer der Pilot dem Ganzen versucht, entgegenzuwirken. Da gibt es Knöpfe, die muss man mit dem Daumen bedienen muss. Und damit kann man dafür sorgen, dass die Nase von hoch oder runter geht. Für eine ganze Weile ging das so fort. Das Flugzeug oder automatisiert wurde es nach unten getrimmt und der Pilot hat es dann wieder nach oben getrimmt. Und gegen Ende seht ihr, dass die Trimmungen nach oben kürzer und kürzer wurden vom Pilot. Und hier, die dunkelblaue Linie, seht ihr die Pitch-Trim-Position. Das ist die tatsächlich finale Position. Das sollte eigentlich die Stabilisierung sein. Und ihr seht, dass es sich nach unten bewegt. Und gegen Ende geht es immer weiter nach unten und kommt nicht wieder hoch. Das heißt, die Kontrollkräfte, ja, am Ende wurde es unkontrollierbar. Und wir sind gecrashed. Also abgestürzt. Das heißt, aus mehreren Gründen, die ich später erklären werde, war es den Piloten unmöglich, somit das Flugzeug oben zu halten und das Flugzeug ist somit abgestürzt. Das ist nur ein Graph von 3 Unfällen, aber die anderen 2 sehen sehr ähnlich aus.
Das heißt, wir sehen, da ist ein bekanntes System, was schon vorher auf der Boeing 737 bekannt war, was es bei all den alten Versionen auch gab, das Geschwindigkeitstrimmungssystem, was automatisch trimmt. Allerdings die automatisierten Trim-Inputs passen nicht zu dem, was wir eigentlich erwarten. Das heißt, zum ersten Mal hören wir hier das Wort MCAS. Wir werden jetzt ein bisschen mehr darüber reden, was die Boeing 737 anders macht zu den vorherigen Flugzeugen, und das sind die größeren Triebwerke. Sie sind deutlich größer, und um die notwendige Ground Clearance dafür zu bekommen, mussten sie weiter nach vorne geschoben werden. Und sie waren auch deutlich größer. Das heißt, wenn wir hohe Anstellwinkel hatten, produziert das Ganze einen zusätzlichen Lift vorne. Das heißt, vorne geht es weiter nach oben. Und die Zertifikationskriterien dafür sind sehr extrem, um zu sagen, was genau die Kräfte darauf sein dürfen, um zertifiziert zu werden. Aufgrund der größeren Maschinentriebwerke, meine ich, waren hier einige Anstellwinkel, wo diese Kriterien nicht weiterhin erfüllt wurden. Das heißt, es wurde entschieden, dass eine neue Software hinzugefügt wurde, eine kleine Trim-Bewegung, um das Ganze wieder zu korrigieren. Also das hat man gemacht, damit die Musterzulassung bleiben kann und dass auch Piloten einfach dasselbe Flugzeug, das Flugzeug weiterfliegen können. Es gibt nur ein ganz kurzes Training um vier Unterschiede, aber Piloten können quasi am nächsten Tag auf das andere Flugzeug umsteigen. Ein anderer Grund, warum man keine weiteren Gründe gemacht, warum man keine anderen Änderungen gemacht hat, ist, dass man hätte ja ein größeres Fahrwerk designen können. Ich möchte es nicht sagen, es wäre dann stabiler gewesen wäre. Also so auch die 737 Max ist es nicht unstabil. Wenn all diese elektronischen Gimmicks ausfallen, fliegt das Flugzeug immer noch und ist auch einfach zu kontrollieren in der normalen Envelope. Aber wenn man große mechanische Änderungen macht, das hätte viel länger gebraucht, man hätte das Flugzeug neu zertifizieren müssen. Und so wie man es gemacht hat, konnte man die ursprünglich vorhandene Musterzulassung weiterverwenden. Weil das Flugzeug bereits zertifiziert ist, muss es auch nicht alle neuen, jetzt aktuellen Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen. Es war also sehr viel einfacher und natürlich auch sehr viel billiger und schneller, das Flugzeug auf diese Art und Weise zu zertifizieren. Das hier ist eines der Kriterien aus der Kriterienliste. Also ich habe einiges schon hier rausgelöscht, weil es nicht nützlich ist. Es ist trotzdem noch ziemlich kompliziert. Es ist die Prozedur, die man durchführen muss. Da wird das Flugzeug immer langsamer geflogen und dann müssen sich die Kräfte auf den Rudern verändern. Also die Kraft auf den Rudern muss sich auf eine bestimmte Art und Weise hier verändern. In den europäischen Kriterien ist es so, dass sie diesen Paragraphen genommen haben und ihn einfach die Imperial Units auf Meter und IS-Values geändert haben. Das gibt dann sehr, sehr merkwürdige Zahlen. Also wer fliegt ein Flugzeug denn um 11,76 Kilometer pro Stunde langsamer? Also alle benutzen Knoten, nur die Kriterien in Europa, die müssen also in Kilometer pro Stunde sein. Also das hätte ich mir jetzt echt gedacht, dass... Also, wenn man die Konversion schon macht, dann hätte man wenigstens Meter pro Sekunde verwenden können. Warum auch immer.
Also durch diese aerodynamischen Änderungen, die man gemacht hat, hatte eben die Max nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt. Man musste was tun. Boeing wollte nicht ein mechanisches Redesign machen, das wäre zu teuer gewesen. Vielleicht wäre dann überhaupt hätte man das alte Type Certificate nicht mehr verwenden können. Also haben sie dieses kleine Stück Software hier halt eingeführt. Und das misst Anstellwinkel, Geschwindigkeit, die Klappenkonfiguration. Und dann trimmt es das Flugzeug kopflastig, so wie es das halt für richtig hält. Hat aber ein sehr interessantes Design. Von einer Software-Design-Perspektive kann man das lesen. Also es gibt hier Flugkontrollcomputer und ein Teil davon ist, ein zusätzlicher Teil ist MCAS, die Maneuvering Characteristic Augmentation System. Der Flugcomputer bekommt Eingaben von zwei Sensoren auf jeder Seite des Flugzeugs für Redundanz, die den Anstellwinkel messen. Aber der MCAS-Algorithmus benutzt nur einen von beiden Sensoren. Also in der alten Version, in der neuen wahrscheinlich wird er beide benutzen, wenn das Flugzeug jemals wieder fliegt. Und dann, wenn der Sensor jetzt also einen Wert misst, der zu hoch ist, dann wird eben das Flugzeug kopflastig getrimmt. Der MCAS kann im Flug auch zwischen den beiden Sensoren hin und her schalten, aber zu jedem gegebenen Zeitpunkt wird immer nur ein Sensor verwendet. Was könnte hier schon schiefgehen? Hier sehen wir, was schiefgelaufen ist. Das ist nochmal derselbe Graph wie vorher. Und ich zeige hier diese rote Linie, Angle of Attack links gemessen. Und das andere ist Anstellwinkel rechts gemessen. Das sind die Daten, die der Computer von den Anstellwinkelsensoren bekommen hat. Beide werden aufgezeichnet, aber nur eine davon wird aufgezeichnet. Und hier seht ihr die Skala auf der rechten Seite. Einer der Sensoren zeigt ziemlich normale Werte um 0 an, was zu erwarten ist während des Start- und Steigflugs. Und die rote Linie ist ungefähr 20 Grad höher. Und das ist natürlich oberhalb des Schwellwerts, an dem MCAS sich einschaltet. Entsprechend korrigiert es. In der alten Version der Software gab es keine Vergleiche der beiden Sensoren. Und keine Vergleiche mit anderen Werten, wie zum Beispiel Geschwindigkeit oder Höhenmesser oder anderen Daten. Das wäre relativ einfach zu machen, nicht trivial, man muss das richtig machen bei solchen Dingen. Aber es wäre nicht zu schwer gewesen. Aber offenbar wurde das auch nicht gemacht, also hat sich MCAS eingeschaltet. Nur wie konnte das passieren? Es ist für mich immer noch ein Mysterium, wie sowas zertifiziert werden konnte mit einem solchen System. Weil die Schwere des Fehlers muss jeweils evaluiert werden und der Schweregrad wird in 5 Kategorien verpackt, von katastrophal bis zu keinem Effekt. Für einen katastrophalen Fehler muss man ein sehr, sehr komplexes Risk Assessment machen, um herauszufinden, was dort zu machen ist, um entweder die Konsequenzen zu verhindern oder es so unwahrscheinlich zu machen, dass sowas fast nicht passieren kann. Hier haben wir die Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Kriterien umgehen. Normalerweise sind das 2 Größenordnungen zwischen einer Wahrscheinlichkeit von einmal pro 10 hoch minus 5 Stunden zu 10 hoch minus 9 Stunden. Hier habt ihr eine Risikomatrix, die kennt ihr wahrscheinlich und die sagt ungefähr, wenn etwas major ist, darf es nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich probable passieren. Und wenn es katastrophal ist, dann muss es extremely probable, also sehr unwahrscheinlich, einmal in mehr als einer Milliarde Flugstunden sein. Um das in Perspektive zu setzen, ich glaube, die Flotte mit den meisten Flugstunden hat einige 100 Millionen Flugstunden. Also sogar für
Die 737 und den A320 sind wir immer noch ziemlich weit weg von einer Milliarde Flugstunden. Es hätte also möglicherweise stattfinden können, dass es einmal stattgefunden hat, aber die statistische Verteilung, mit der statistischen Verteilung ist es möglich, dass es einmal passiert, aber ganz sicher nicht zwei in weniger als zwei Jahren. Und ziemlich offensichtlich ist die Schwere dieser Unfälle katastrophal. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Und hier ist der relevante Teil über die Kriterien direkt aus dem Gesetz. Das Flugzeug muss sicher fliegen können für jeden einzelnen Fehler, ohne dass es entsprechende ungewohntes Einwirken braucht für alle Kombinationen von Vorfällen, die nicht extrem ungewöhnlich sind. Also diese 10 hoch minus 9 Stunden, hoch 9 Stunden. Für jede Möglichkeit, die schiefgehen kann, muss die Untersuchung gemacht werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und für MCAS war das Major, also eine Reduktion der Fähigkeiten, möglicherweise kleinere Verletzungen, aber nichts Großes, also sicher nicht Hunderte von Toten. So, und daher sind da einige Regularien, die sagen, welche Arten von Analysen gemacht werden müssen für diese verschiedenen Kategorien, und für Major wurde eben die hier genannte Sachen erwartet. Das wurde eben gefunden von dem indonesischen Board. In den finalen Versionen meiner Folien werde ich vermutlich einige Quellen hinzufügen, dann könnt ihr das nachlesen, wer interessiert daran ist. Es ist augenöffnend. Also nur sehr kleine Fehleranalysen wurden gemacht, Failure, also Gefahrenanalysen. Es hat einige Männerstunden gebraucht, Arbeitsstunden. Die Frage ist, wurde es richtig kategorisiert als katastrophisch? Einige dieser Dinge, die passieren können, wurden überhaupt nicht beachtet, wie zum Beispiel eine große Stabilisierungsdurchbiegung oder eine wiederholte Aktivierung des MCAS. Weil anscheinend das einzige Design des MCAS-Designs, das die FAA gesehen hat, war limitiert durch 0,6 und eine einzige Aktivierung pro Flug. Und das wurde geändert. Und es ist immer noch unklar, wie das passieren konnte, weil es wurde geändert zu vielen Aktivierungen, auch bei hohen Geschwindigkeiten, größer als 0,6 Meter Knoten. Und da war keine Limit dazu, wie oft es aktiviert werden kann. Was auch nicht beachtet wurde, ist der Effekt der Flugkorrekturen durch große Bewegungen des Höhenruders. Der MCAS hat nicht die Autorisierung, es bis zum mechanischen Stopp zu bewegen, sondern nur kurzführer, viel weniger als die manuelle Steuerung machen darf. Du kannst immer zurücktrimmen mit der manuellen Steuerung, aber du kannst es nicht genauso weit runtersteuern, wie MCAS das machen kann. Es war sehr interessant, dass das nicht beachtet wurde. Was auch nicht beachtet wurde, oder zumindest nicht im Bericht, den das indonesische Board gesehen hat, dass die Arbeitsbelastung der Crew stark erhöht wird, wenn man mit bis zu 40 bis 50 Kilogramm dauerhaft an dem Höhenruder ziehen muss. Bei geringen Höhen, wo sie waren, wäre es nicht möglich gewesen, das Flugzeug dadurch wieder zu stabilisieren. Was auch nicht beachtet wurde, war ein Probleme mit dem Sensor
für den Anstellwinkel. Das Problem war, wie wir es schon gesehen haben, dass einer von den beiden Sensoren 20 Grad mehr angezeigt hat als der andere. Und das wurde ebenfalls in der Analyse nicht beachtet. So, ich hoffe, das ist jetzt lesbar. Das ist eine sehr simplifizierte Version des MCAS-Systems. Wir können sehen, dass es erneut aktiviert, also wiederholt aktiviert werden kann, aber nur, wenn der Pilot zwischendurch das manuelle Trimmung benutzt. Also, es wird dormant werden, wenn der Pilot es manuell dauerhaft benutzt oder gar nicht benutzt. Also wenn der Pilot etwas tut, um dagegen anzugehen, gegen die Trimmung, gegen die Steuerung, macht er es tatsächlich schlimmer. Das ist aber nicht dokumentiert in irgendwelchen Pilotendokumentationen. Es wird jetzt vermutlich aufgeschrieben, allerdings ist es bisher nicht der Fall gewesen. Boeing war unter einem großen Druck, eine effiziente Version der 737 zu verkaufen. Und ich kann nicht sagen, wie das intern abgelaufen ist zwischen FAA und Boeing. Aber es ist nicht, man kann schon annehmen, dass es da eine Menge Management Pressure gab, dass man einfach Druck gab, dass man das Release, das Flugzeug. Denkbar ist, dass sie da auch Abkürzungen genommen haben, natürlich. Also die ursprüngliche Idee war, dass der Hersteller das Flugzeug baut, analysiert, dokumentiert, dass dann die FAA die Dokumentation überprüft und dann sich vielleicht noch ein paar zusätzliche Daten geben lässt, vielleicht auch das Flugzeug selber anguckt, den Prototyp anguckt und dann auf dieser Basis dann das zurückweist oder auch abnickt. Es gibt hier schon einen potenziellen Interessenkonflikt, die es in anderen Ländern so nicht gibt. In den USA ist es so, dass die FAA einen zweifachen Auftrag hat, nämlich einerseits die Flugsicherheit zu generieren, aber auch außerdem die Industrie zu unterstützen. So schaut die Zertifizierung bis vor 10, 15 Jahren ungefähr, also die FAA, also diese Regierungsorganisation, ne? Die der Representative spricht mit Boeing, das ist der Representative für Boeing. Der ist aber von Boeing gezahlt und von Boeing eingestellt. Es gibt meistens mehr als einen, aber nehmen wir einfach an, es gibt nur einen. So, und dieser DER, dieser Representative, der berichtet dann wieder zurück an die FAA, dass alle Dokumentation verfügbar ist. Die FAA unterschreibt das oder kann dann nochmal zurückfragen, führt unter Umständen Besuche durch in der Firma und so weiter und so fort. Das ging so mehr oder weniger gut bisher. Und es hat insgesamt mit Sicherheit die Flugsicherheit erhöht in der letzten Dekade. Das hier ist eine neue Variante davon. Also dieser Mensch heißt jetzt nicht mehr DA, sondern AA, das ist der autorisierte Repräsentativ. Er ist immer noch von Boeing eingestellt, das hat sich nicht geändert. Ist aber auch von Boeing Management tatsächlich ausgewählt und berichtet an das Boeing Management. Und das Boeing Management, die berichten dann an die FAA. Und dann die FAA setzen ihren Servus drunter. Hoffentlich lesen sie es vorher. Aber sie sprechen selten mit den Ingenieuren, die es eigentlich gebaut haben. Sieht irgendjemand hier ein Problem in der Grafik? Also man muss schon sagen, die meisten Flugzeuge, die in den letzten Jahren gebaut worden sind, sind nicht so ganz schlimm. Ja? Also die 787, die 777 ist eines der sichersten Flugzeuge überhaupt.
zumindest wenn man sich die akkumulierten Flugstunden anguckt, es ist nicht alles schlecht. Aber es gibt hier wirklich Potenzial für echte Screw-ups. Es gibt noch einen anderen Faktor, den ich kurz erwähnen sollte. Das ist, dass die 737, das ist ja auch die neueste Version, ist nicht Fly-by-Wire, ist nicht vom Computer kontrolliert. Es gibt offensichtlich hier schon ein paar Drähte. Meistens schaut es tatsächlich so aus. Also das ist jetzt von einem alten Modell, wahrscheinlich nicht von dem neuesten, es ist schon ein bisschen verrostet. Und im Wesentlichen schaut es immer noch so aus und deswegen konnte man auch die Musterzulassung weiterverwenden. Also es sind einfach gezogene Drähte. Ja, und da gibt es eine hydraulische Unterstützung, aber wenn die beiden hydraulischen Unterstützungen kaputt gehen, dann können immer noch beide Piloten zusammen mit ihrer Kraft diese Drähte ziehen. Außer wenn was schief geht. Und wenn was schief geht, also wenn das Flugzeug sehr, sehr schnell sich bewegt und eine sehr große Ablenkung hat vom Höhenruder. Das hier ist ein Video von Mentor Pilot, vielleicht habt ihr das gesehen. Der hat das ausprobiert in einem Full Flight Simulator. Und das sind, also da werden realistische Kräfte nachgebildet. In der Center-Konsole unter den Schubhebeln, da gibt es diese schönen schwarzen glänzenden Räder, die kann man also manuell bewegen, um das Flugzeug zu trimmen, wenn der elektrische Trim nicht funktioniert. Der normale Trim würde das nicht machen, das braucht manuellen Trim, um weg von dem zu kommen. Trim ist zurück. Und jetzt versuchen wir sie da hecklastig zu machen, nachdem es hier kopflastig gemacht wurde. Das normale Trimsystem kann es nicht so weit kopflastig machen. Also hier versuchen sie es zurück in eine gerade Fluglage zu kriegen, wie der Flugdatenschreiber zeigt, in der es war. Wie Sie hier gesagt haben, schaltet das elektrische Trimsystem aus und das versuchen sie hier manuell zu machen und das hat realistische Trimkräfte, wie im realen Flugzeug. Also wie ihr seht, der Kapitän kann noch nicht mal helfen, weil er einfach das Steuerruder halten muss mit seiner ganzen Kraft. Ne? Er muss mit beiden Armen zugreifen, sonst schafft er das gar nicht. Und wenn er das nicht hätte, würde das Flugzeug sofort sich auf die Nase stellen. Und das ist natürlich ein weiterer Faktor, der hier da reinkommt. Und dann sagt er also zum Schluss, jetzt drück den roten Knopf, weil der nächste Moment ist der Aufschlag. Okay, es gibt noch etwas anderes, das nach dem Unfall gefunden wurde, das ein 737-Pilot gesagt hat. Ist wahrscheinlich einfach ein Trim, der ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Es gibt eine Prozedur dafür, das dürfte okay sein. Es gibt diese Notfallprozedur, Runaway Trim, der ablaufende Trim, das wird gedrillt und gedrillt, das kennt jeder 737-Pilot. Das ist, weil dieser Trimmotor immer Strom bekommt. Das kann passieren, nicht besonders oft, aber jeder Pilot kennt die Symptome dieses Problems. Mein Trim läuft weg und weiß, dass er einfach den elektrischen Strom für diesen Motor ausschaltet und dann manuell trimmen kann. Wenn man die tatsächlichen Symptome davon anschaut, dann sagt es, der Trim läuft kontinuierlich ab. Und MCAS läuft nicht kontinuierlich. MCAS ist wie das Geschwindigkeitstrimsystem, das zwischendurch läuft und dann anhält und wieder läuft und wieder anhält. Also die meisten Piloten würden das nicht als einen ablaufenden Trim erkennen, weil die Umstände sind anders. Einige Piloten könnten das bemerkt haben, dass hier etwas mit dem Trim läuft, das falsch ist und könnten versucht haben, das auszuschalten, aber andere haben das nicht erkannt. Auch wenn
alle wissen, dass es diesen Ablauf und Trim geben kann. Hier ist die zweite Datei, die ich habe. Das war das Geräusch, das der Stick Shaker auf einer 737 macht. Jetzt stellt euch vor, zu fliegen, während euer Stick die ganze Zeit geschüttelt wird und das eine Stunde durchzuziehen. Das ist das, was die Crew gemacht hat, für ungefähr eine Stunde so geflogen, während das Kontrollelement geschüttelt wurde, weil dieser Stick Shaker, der sagt aus, deine Strömung über dem Flügel reißt gleich ab. Aber die Piloten wussten auf der Höhe, dass sie richtig unterwegs wären, weil auf der Höhe sie waren schnell unterwegs. Die Strömung war da. Also aus der Perspektive der Aerodynamik wussten sie, es gab kein Problem. Das Flugzeug war nicht auch nur in der Nähe eines Strömungsabrisses, aber die meisten Piloten hätten einfach umgedreht und gelandet. Und gesagt, ja, bitte repariert das, da war irgendwas falsch. Also dieser Stick Shaker wird aktiviert durch den Anstellwinkelsensor auf beiden Seiten. Die beiden Knüppels sind mechanisch gekoppelt, also wenn einer schüttelt, schüttelt der andere auch. So läuft das also. Und fliegt das Ding nochmal? Es ist eine offene Frage. Ich denke, es ist schwer vorstellbar, dass diese 460 Flugzeuge, die gebaut wurden und jetzt irgendwo auf einem Mitarbeiterparkplatz stehen, dass die einfach da weiterstehen werden und dann verschrottet werden. Fast 5000 davon wurden bestellt. Weder Airlines noch Boeing werden glücklich sein, aber momentan ist noch nicht so ganz klar, ob das wieder zertifiziert wird. Also momentan ist das nicht fliegbar. Ein letztes Ding, das ich ansprechen wollte. Zertifikationsprobleme von Boeing, haben mich daran erinnert. Habt ihr das schon mal gesehen? Also was macht ihr hiermit? Ein Batterieauspuff. Also der Boeing 787 Dreamliner, 2 Jahre nachdem er angefangen hat, benutzt zu werden, hatte er 2 große Feuer an den Batterien. Er hatte 2 große Batterien, einmal Lithium, Kobalt, das, was das hellste Feuer hat, also Kobalt. Sie wollten die Energiedichte damals und das war davor halt nicht möglich. Hätten sie Lithium, Cadmium stattdessen benutzt, da bin ich mir nicht ganz sicher, wären es 40 Kilo gewesen. Das ist fast ein Passenger, ein Insasse. Was ist deine größte Angst, was auf einem Flug passieren kann? Dass die Flugkontrolle Probleme bekommt und Feuer. Ihr wollt also wirklich kein Feuer mitten in der Luft haben. Definitiv nicht. Eins der Feuer war tatsächlich während eines Fluges mit Passagieren drin, eins war noch auf dem Boden. Die Lithium-Ionen sind besondere Batterien und die haben besondere Zertifikate, weil sie nicht bei der originalen Zertifizierung mit drin sind. Hier sagt es, sichere Zelltemperaturen und Drücke müssen behalten werden während jeder Kondition und jedem Problem und dürfen nicht extrem remote gezeigt werden. Mit remote meint er, dass es Wahrscheinlichkeit weniger als 1·10⁻⁷ pro operierende Hour, also pro Flugstunde ist. Die kombinierten Stunden für den Flieger waren damals für die Linie vielleicht ein paar tausend. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es ist trotzdem 2-mal passiert. Das heißt, es war wirklich nicht so ganz lustig. Und es sagt, keine Explosionen oder toxischen Gase als Ergebnis von diesem Versagen. Sie haben das dritte beinahe gelöst, indem sie es einfach in eine Box gepackt haben mit einer sehr dicken Schale von ca. 8 mm oder sowas, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und sie hier ranzupacken
an das untere Ende des Flugzeuges. Das heißt, dadurch können die Gase nicht innerhalb des Flugzeuges sich ausbreiten. So, und damit bin ich am Ende meines Talks. Das heißt, wir haben noch ein paar Sachen übrig. Vielen Dank, das wurde jetzt übersetzt von Gunis Pro, JP und Flo. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen und Antworten für euch. Ihr könnt uns gerne unter Twitter Feedback geben. Extrem pünktlich, muss ich sagen. Wir können einige Fragen machen und eine gesunde Diskussion machen. Kommt bitte an die Mikrofone, die sind überall in der Halle verteilt. Deshalb die Frage, haben wir eine Frage aus dem Internet schon? Dear Signal Angel, is your microphone working? No. Lieber Signal Angel, ist dein Mikrofon funktioniert jetzt schon? Denkt ihr, dass größere Software-Tests die Situation hätten lösen können? In diesem Fall denke ich möglicherweise ja, auch wenn Software-Tests ein problematisches Ding sind, weil um Software für diese extreme Zuverlässigkeit zu testen, muss man sie für eine sehr, 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 sehr lange Zeit testen. Um die Zuverlässigkeit von 99% zu haben, dass das nicht in 10 Millionen Stunden passiert, muss man es für 45 Millionen Stunden testen. Und zwar mit genau den Bedingungen, die im Flug passieren. Und es scheint, dass sich niemand überlegt hat, dass ein Anstellwinkelsensor ausfallen kann. Es ist denkbar, dass Testing hier nicht viel geholfen hätte. Vielen Dank für den Talk. Ich habe eine Frage bezüglich der Landung. Sobald die FAA... Wieso denkst du, dass die FAA so lange gewartet hat, also sogar nachdem die chinesische Behörde das beschlossen hat? Und ich denke, das ist wirklich ein komplettes Fehlversagen. Es wurde eine Studie gemacht vor einigen Wochen, in der Lebzeit der 737 MAX hat Boeing vorausgesehen, dass alle paar Jahre mal ein MAX ausfallen würde. Und die FAA hat also wirklich so lange bis nach dem zweiten Unfall gewartet, um das Flugzeug auf den Boden zu setzen. Es geht gar nicht. Vielen Dank für den Talk. Ich habe eine Frage über die Designs, nur einen dieser Sensoren zu benutzen für den Anstellwinkel. Ich habe gelesen, dass Boeing dieses MCAS-System schon vorher bei Militäraktionen benutzt hat und dort beide benutzt hat. Warum ist das hier nicht benutzt worden? Es wurde wieder untergesetzt. Eine gute Frage. Das militärische System sagt mir nichts, wenn es wirklich dasselbe war. Aber wenn das der Fall war, dann ist das noch viel komischer, wenn sie hier nur einen Sensor benutzt haben. Danke. Okay, Mikrofon Nummer 2, please. Ja, vielen Dank. Wie kann man diese Anforderungen eigentlich testen in der Praxis? Wie macht man das in der Praxis, ob etwas alle 10 hoch minus 9 Stunden oder alle 10 hoch minus 8 Stunden kaputt geht? Das ist natürlich praktisch komplett unmöglich. Wie ich gesagt habe, wenn man wirklich die Wahrscheinlichkeit haben will, dass die Fehlerrate so tief ist, dann müsste man das für 4,5 Milliarden Stunden testen und das ist unmöglich. Stattdessen, was möglich ist, es gibt einige Industriestandards, O178 Revision C. Wenn man Software hat, die mit diesen Konsequenzen ausfallen können, dann gibt es formelle Softwareverifikationen, also sehr, sehr strikte und formale Analysen der Spezifikationen in einer formalen Sprache, bevorzugt in einer formalen Sprache. Wenn möglich, und einige Firmen tun das, es ist möglich, den Quellcode formell zu überprüfen, aber das ist sehr viel Aufwand. Aber das ist, wie man es machen sollte. Und genau solche Software sollte zur höchsten Stufe, also Stufe A von 178b, entwickelt werden, und das wurde nicht gemacht. Vom Internet. Also bei Ihnen ging es jetzt vor allem um MCAS, aber jemand sagte, dass das Flugzeug an sich ja für Triebwerke designt wurde, die weiter unten unter den Flügeln waren.
Könnte es mit der Max 2 dann mechanische Probleme geben? Ich habe nichts von mechanischen Problemen gehört. Es gibt dynamische Probleme. Die NG wurde auf dieselben Standards getestet, weil klar, es gab da aerodynamische Veränderungen in der NG und offenbar hat die immer noch die formalen Kriterien der Zertifizierung erfüllt. Es gibt dort akzeptable Limiten, wie das zu testen ist und wie man diese Kraftausübung auf der Flugsteuerung testet. Und offenbar klappte das mit der NG, mit der Max nicht. Auch in der Classic, die eigentlich dieselben Motoren hatte wie die NG, die hatte auch einige Probleme, aber dort wurde dann das Speed Trim System eingebaut. Das ist ein ähnliches System, das ist auch ein kleiner Algorithmus, der, also MCAS ist ein kleiner Algorithmus, hauptsächlich im Speed Trim System. So, bitte seid ruhig, bis die Q&A vorbei sind. Wenn ihr den Saal verlassen müsst, seid bitte ganz, ganz leise. Es ist viel zu laut hier. Die nächste Frage bitte von Mikrofon Nummer 1. Also, wenn man jetzt sich anschaut, was hat man daraus gelernt? Hat die FAA die Zertifizierung geändert mittlerweile? Geändert? Wollen Sie das vielleicht ändern noch in Zukunft? Naja, die FAA wird das in der Zukunft, also die sind einfach sehr langsam, ja. Und also ich habe mir das noch nicht so ganz genau angeschaut. Andere Zertifizierungsbehörden arbeiten anders und zumindest in Europa und in China, die haben schon gesagt, dass sie sich in diesem Fall nicht auf die amerikanischen Behörden verlassen werden. Normalerweise ist es so, wenn die FAA das Flugzeug zertifiziert hat, dann haben alle Behörden das übernommen. Sind einfach davon ausgegangen, das passt schon. Und umgekehrt, wenn die EASA, also die europäische Behörde, etwas zertifiziert hat, dann haben es andere übernommen. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt ändern. Danke. Mikro 3, bitte. Hi. Danke für den Talk. Zwei Fragen. Warst du Teil einer offiziellen Untersuchung oder sind das deine eigenen Analysen der Fakten? Und die zweite Frage, ich habe etwas gehört darüber, dass die Software nach Indien outgesourced wurde. Kannst du das dazu sagen? Also das Erste, nein, es ist hier meine private Analyse. Ich habe in der Zukunft Unfalluntersuchungen gemacht, für private Kunden. Was das Outsourcen nach Indien angeht, weiß ich nicht, habe ich wohl auch gelesen, aber was ich auch gelesen habe, ist, dass das Honeywell hergestellt hat. Könnte auch falsch sein, ich glaube, es war Honeywell. Und wer die eigentlichen Programmierer waren, also wenn das vernünftig gemacht ist, nach DO178B, dann ist es völlig wurscht, wo die Programmierer sitzen. Und ich möchte ganz bestimmt jetzt nicht auf indische Programmierer hier runter machen. Also wenn das also nach Spezifikation gebaut ist und vernünftig analysiert wurde, mit statischer Codeanalyse und so weiter, auch gegen die Spezifikationen, dann soll das schon passen. Na, das Problem ist nicht so sehr in der Implementierung der Software, sondern in dem Design des Systems und der Software. Danke. Mikro 5, bitte. Hi. Ich habe deine Präsentation vielleicht falsch verstanden, aber so wie ich das verstehe, ist die Kernursache die Konkurrenz und die harte Deadline vom Management. Meine Frage an dich ist, gibt es Vorschläge oder Hinweise von dir, wie dieser Prozess verändert werden könnte, um zu verhindern, dass solche Softwarefehler gemacht werden in missionskritischen Systemen? Ja, also wir normalerweise sprechen wir nicht von dem einen Grund. Es gibt immer viele Gründe, wie wir schon gesagt haben, je nachdem, wo man bei dem Graph dann aufhört. Ne? Also die ganzen Blätter dieses Graphen hier sind alles Gründe und Fehler.
Und ich habe dann einfach relativ bald aufgehört, um nicht mehr Detail zu zeigen. Also diese Competition zwischen Airline und Boeing ist natürlich ein Faktor, ist klar. Ich denke nicht, dass irgendjemand vorschlägt, dass wir diesen Wettbewerb aufheben wollen. Ich glaube, was sich ändern muss, ist die Art und Weise, wie man Zertifizierung durchführt. Das erfordert, dass die FAA wieder ihre Autorität behaupten, und das braucht natürlich auch, dass sie Personal haben mit gutem Engineering-Background haben, mit Ingenieurfähigkeit. Und vielleicht sollten sie auch bessere Löhne zahlen. Also momentan ist es wahrscheinlich so, dass die ganzen guten Ingenieure zu Boeing gehen und nicht zu FAA. Und die FAA, die braucht wirklich Engineering-Expertise und da eine Menge davon. Danke. Nächste Frage, Mikro 4, bitte. Hi, danke für den Talk. Ich habe gehört, oder ich habe gelesen, dass es eine Version der 737 MAX 8 gibt, die einen dritten Anstellwinkelsensor eingebaut hatte, als ein Backup für die beiden anderen Sensoren, aber das ist eine bezahlte Zusatzoption. Ich konnte das nirgendwo bestätigen. Weißt du was drüber? Also ist mir nicht bekannt, dass es das als Bezahloption gab. Es gab was da für ein optionales Feature, das war irgendwie ein Sicherheitsfeature. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Vielleicht war es ein Anstellwinkelindikator im Cockpit. Das kann man als Option dazu kaufen für die meisten Modelle, weil es gibt ja den Sensoren sowieso. Einen dritten Sensor, es würde mich überraschen, ob man das als Option kaufen kann, weil das ist einfach eine große Änderung. Da braucht man ein zusätzliches Inertialreferenzsystem. Da gibt es heute nur zwei, und das hätte sehr, sehr lang gebraucht, das zu entwickeln. Also da bin ich sehr skeptisch, ob das ein dritter Sensor ist. Ich habe nicht davon gehört. Danke. Haben wir noch Fragen aus dem Internet? Eine kurze Frage. Würdest du je mit einer Max fliegen, wenn sie wieder fliegen darf? Ja, das war ja klar, dass das kommt. Ich habe jetzt noch keine Antwort darauf. Und es kommt einfach darauf an, wie dann die FAA sich hier verhält. Ich hab gehört von Leuten, die sagen, es sollte man nie wieder rezertifizieren, das Flugzeug. Und also ich schaue mir das schon im Detail an, wie die FAA das jetzt handelt und wie die sich weiterentwickelt. Und dann vielleicht ja. Okay, dann nehmen wir noch eine sehr kurze Frage von Mikro 5. Weißt du, wieso der wichtige Anstellwinkelsensor die falschen Werte geliefert hat? Ja, es gibt ein paar Theorien. Ich habe das mir nicht im Detail angeschaut. Es gab ein paar Geschichten, dass zumindest bei dem Indonesia Lion Air Unfall, dass es da irgendwie falsch montiert war. Das würde erklären, warum es einen konstanten Offset gab. Vielleicht, also jemand hat auch tatsächlich berechnet aus den rohen Busdaten, dass das genau ein kaputtes Bit sein könnte, aber ich weiß es nicht. Es gab da was im Report drin, müsste man vielleicht nochmal neu lesen. Die Indonesier haben an der Stelle da irgendwie als die Substandard Performance charakterisiert. 2 Minuten, eine Frage von Mikro 1, bitte. Hallo. Ich hätte erwartet, dass ein modernes Flugzeug irgendeinen physischen Schalter hat, um jedes automatisierte System auszuschalten. Hat es das nicht? Nein, das auch speziell in modernen Flugzeugen kann man das nicht machen, weil ich meine, Fly-by-Wire-Systeme, da gibt es keine physikalische Verbindung zu den Kontrollflächen. Es gibt nur den Computer und der Steuerknüppel, der ist nur ein Input in den Computer. Ne? Das gilt für jeden Airbus seit dem A320, es gilt für jede Boeing seit der 777. Die 777, die 787 sind 100% Fly-by-Wire, also 95%. Es gibt tatsächlich eine, die Spoilers sind mechanisch verbunden.
Aber es geht nicht. Man muss einfach das sicherstellen, dass die Software nach den höchsten Standards entwickelt wird. Man kann sie nicht ausschalten. Also ich will es mal so sagen, auf einem Fly-by-Wire-Flugzeug kann nur der Computer die Flugflächen, die Steuerflächen kontrollieren. Also du musst einfach hoffen, dass die funktionieren. Ja, denkt darüber nach, wenn ihr das nächste Mal wieder fliegen geht, und nochmal eine große Runde Applaus für unseren Sprecher. Und damit verabschieden wir uns von der deutschen Übersetzung der 737 MAX automatisierten Abstürze live.